Ja, wir sind hier zu Meggen im Kanton Luzern in einem kleinen Dorf. Und was man hier im Hintergrund sieht, sieht vielleicht so ein bisschen ähnlich aus wie eine Kirche, wie eine Gemeindesaal. Aber eigentlich entstehen hier innen ganz grosse Sachen. Hier innen ist nämlich das berühmte Meisterfälscherpaar Wolfgang und Helene Beltracchi. Sie haben sich nämlich hier jetzt ein Atelier gemietet. Sie wohnen jetzt zu Meggen. Und das ist wahnsinnig schön, das Atelier. Das gehen wir jetzt gerade zusammen mit ihnen anschauen, hier zu Meggen. Sie sind nämlich hier innen am Arbeiten. Kommen wir da mal rein. Und man sieht schon, es ist ziemlich gross. Da innen war mal ein Tanzsaal gewesen. Jetzt gehört das Atelier des Beltracchis. Und da hinten hocken sie auch schon. Und sind sich am Vorbereiten. Ich hocke ganz einfach mal kurz zwischen. Zwischen sie zwei. Ja, das ist der Rahmen für das Bild. Ach so, der passt ja. Der passt schön, ne? Und das dürfen die noch nicht filmen. Das kommt erst Ende Januar raus. Das ist ein neuer Artikel. Alles klar. Wir wollen gar nicht reinpfuschen. Wir dürfen jetzt aber mal das Atelier anschauen, was uns sehr freut. Wir sind hier zu Meggen und vielleicht ganz kurz, was ist das für ein Saal? Ja, das war mal ein Tanzsaal, ein Jugendstil-Tanzsaal, 1900 gebaut. Und 1990 komplett restauriert. Da hatte sich der Besitzer fast ruiniert bei, hat er mir mal erzählt. Und ja, und dann haben die den saniert 90 und dann wurde aber ein neuer Veranstaltungsort hier in Meggen gebaut, dieses Schloss da am See. Mhm. Und dann war das irgendwie nicht mehr so gut vermietbar und dann war mal ein Büro hier drin. Und naja, wir hatten einfach Glück, dass das frei wurde. Mhm. Und ja. Vielleicht auch ein bisschen der Vorteil vom Namen? Ja, ein bisschen, aber es war einfach auch, ja, die haben sich sehr gefreut, dass wir das gemietet haben. Es ist ja jetzt öfters schon mal in der Zeitung und wenn ich jetzt eine neue Fernsehserie mache, werden wir hier auch wieder drehen, hier im Atelier dann. Nein, die freuen sich sehr, die Leute finden das toll. Es ist ja extrem schön und wir haben auf Twitter angekündigt, dass wir nicht das Atelier besuchen dürfen und haben auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellen zu uns. Und der Now-User, der Stefan Locher, hat zum Beispiel gerade sofort geschrieben und gefragt, wieso sind die Beltracchis in Meggen und nicht irgendwie in Olten oder in Bern, wieso Meggen? Zufall. Wir haben also in der ganzen Schweiz ein Atelier gesucht und das Problem war die Raumhöhe. Und die Schweizer neigen dazu, sehr flache Räume zu bauen. Und es gab einfach keine vernünftigen Raumhöhen. Und das war ganz schwierig. In Basel nicht, in Genf nicht, nirgends. Wir haben nichts Passendes gefunden. Außerdem wollte ich nicht in ein Industriegebiet gehen. Mhm. Also in so ein, wie sagt man, in so eine Gewerbehalle oder sowas. Ne? Mhm. Das ist kalt, ungemütlich. Und ich bin eher mehr so wie die Maler im 19. Jahrhundert. Ich brauche eine schöne Umgebung zum Arbeiten. Mhm. Keine Werkhalle. Mhm. Und ja, und dann haben wir die hier gefunden und das war halt Zufall. Das hätte auch woanders sein können. Mhm. Das war wirklich Zufall. Mhm. Zumal es ja auch noch einige Sammler von mir gibt im Ort. Das wusste ich jetzt auch nicht vorher. Mhm. Man könnte natürlich auch meinen, nach dem ganzen Rummel rund um die Fälschungsgeschichte, nach dem Prozess, vielleicht hat man auch eine Anonymität gesucht da in einem kleinen Ort. In der Schweiz ist das nicht noch mitwirkend gewesen? Das, also Anonymität für uns ist aussichtslos. Das ist, wir sind überall in der ganzen Welt bekannt oder berüchtigt. Mhm. Und Nein, das ist Blödsinn. Außerdem in der Schweiz, ne? Das, kann man zu der Helene über? Ja, das ist das Angenehme hier in der Schweiz. Ne? Man ist, natürlich kennt man uns hier und die Leute sprechen einen auch an, aber sie sind angenehm zurückhaltend, absolut unaufdringlich. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Man wird in Ruhe gelassen. Ne? Wenn man sich natürlich mit unterhalten möchte, wenn man jemanden kennenlernen möchte, wenn man sich auf ein Gespräch einlassen möchte, dann ist das kein Problem. Und wenn man aber signalisiert, ich möchte jetzt ein bisschen Ruhe haben, dann ist das auch kein Problem. Das ist sehr, sehr angenehm in der Schweiz. Also können Sie einfach in Dorfladen Brot kaufen, ohne dass Sie jemanden anspricht? Ah, nein, natürlich spricht man uns an, aber es ist immer sehr, sehr angenehm. Es ist nie fordernd, es ist nie unangenehm. Die Leute sind einfach sehr gut drauf und sie sind sehr höflich. Und wenn jemand einfach höflich ist, dann unterhält man sich auch gerne mit dem. Außerdem, hier trifft man nicht so viele Leute. Das ist ziemlich ausgestorben. Es gibt einen Kaffee und ansonsten, ja, ich weiß nicht, es gibt nicht viel. Ne? Ein paar wenig tausend Einwohner dort zu Meggen, ja, muss man noch sagen. Ja, es ist für uns ideal, weil es eben schön ruhig ist zum Arbeiten. Ideal. Wir sind ja sehr häufig in Zürich. Mhm.
Aber in Zürich, da kann ich natürlich keinen Meter über die Bahnhofstraße gehen, ohne dass mich jemand anspricht. Ne? Ist natürlich auch interessant, wenn man über Sie beide ein bisschen lesen, oder? Es gibt schon ein bisschen zwei Lager. Die eine behandelt Sie fast ein bisschen wie ein Rockstar nach dem Ganzen. Die andere sehen dann halt doch eher ein bisschen den Verbrecher. Also hat es jetzt auch im Dorf da schon so ein Diskussionen gegeben? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Ich denke, es ist eher so, dass die normalen Menschen, also die ganz normalen Menschen, die stehen uns sehr positiv gegenüber. Und da haben wir auch nie diese Probleme. Und das sind eben speziell Leute jetzt aus dem Kunstbereich oder irgendwelche Museensleute oder sowas, aus der Richtung mehr. Die sind da schon ein bisschen anders drauf. Ne? Ist ja auch klar, kann man verstehen. Ne? Ich meine, wenn man 40 Jahre vorgeführt wird, findet man das nicht mehr so lustig. Ich habe mal in einem Interview von Ihnen gehört, dass Sie eben so ein bisschen das Gefühl haben, die deutsche Kunstszene wird das vielleicht Ihnen nicht verzeihen, wird Sie auch nicht mehr so aufnehmen. In der Schweizer Kunstszene, haben Sie da schon das Gefühl gehabt, da ist man ein bisschen skeptisch? Nein, eigentlich nicht skeptisch, nein. Also wir sind gerade dabei, aber das will ich noch nicht verraten, hier eine Ausstellung anzukurbeln, eine große. Und wir haben jetzt ja dieses Ausstellungsprogramm ab nächstes Jahr, ab 18, Herbst. Das ist eine große Ausstellung, die heißt Kairos, der richtige Moment. Da ist in Deutschland schon sehr viel darüber berichtet worden. Also wir haben, ich glaube, insgesamt schon 40 Millionen Leute erreicht mit den Vorberichterstattungen. Da hat sich auch einiges mittlerweile verändert. Also man merkt schon, dass auch da in der Szene man neugieriger wird. Und auch gerade, weil es ein Projekt ist, das sich auf wissenschaftlicher Ebene und auf künstlerischer Ebene eigentlich mit der Kulturgeschichte Europas befasst, dass da auch Leute, die vorher skeptisch waren und die auch nicht unbedingt Wolfgang zugeneigt waren, dass die mittlerweile ein großes Interesse haben und auch neugierig darauf sind, was passiert. Also es ändert sich langsam. Also wir stellen aus in Venedig nächstes Jahr, dann in Hamburg, dann in Wien und dann wahrscheinlich in Zürich und Paris, London. Also das wird eine riesen Wanderausstellung. Skeptiker wird es wahrscheinlich immer geben. Ja. Aber geht es Ihnen überhaupt auch darum? Bei jedem Künstler, oder? Ne? Geht es Ihnen auch überhaupt darum, dass Ihnen das die Leute verzeihen? Also ist das überhaupt das Thema für Sie? Das ist für mich überhaupt nicht das Thema. Gar nicht. Wir haben, wir haben unsere Strafe abgebüßt. Wir haben unsere Schulden bezahlt. Also bitte, was soll man noch mehr tun? Soll ich auf Knien nach Canossa robben oder was? Es ist vorbei und schon lange. Wir haben jetzt 2017. Ne? Wir haben schon ganz schön gebüßt ja auch dafür. Und es war ja auch nicht, ich habe ja auch nie gesagt, dass es eben richtig war. Es war ja auch falsch. Diese Unterschriften zur Fälschung war ja ein krimineller Akt. Aber die Bilder, das muss ich immer wieder betonen, meine Bilder waren keine Fälschung. Meine Bilder waren Originale. Ich habe das Gefühl, eben, wahrscheinlich sind auch viele einfach betüpft, weil sie es einfach können. Sie haben können, so viele Künstler noch einmal. Jetzt, was so die Schweizer Künstler angeht, sie hat mir vorhin schon kurz erzählt, zu denen haben sie eigentlich bis jetzt schon einen guten Draht. Ja, also ich kenne schon ein paar. Ich bin auch jetzt hier im Kunstverein in Meggen. Ich werde nächstes Jahr auch hier mal aufmachen für die Leute, die können dann alle mal gucken kommen. Ne? Nein, ich hab so viele Künstler schreiben mir auch aus der ganzen Welt. Ne? Ich könnte sofort eine Akademie aufmachen. Ich hätte genügend Schüler aus der ganzen Welt. Ich habe auch Angebote für Professuren weltweit. Das ist das nicht. Nein, das sind nur diese Leute aus der Kunstmacherszene. Nicht die Künstler. Klar gibt es da sicher auch einige. Es ist auch viel Eifersucht natürlich. Ne? Ich meine, ich kann es nun mal. Das ist der Unterschied. Ne? Bei mir kommt die Kunst aus dem Vermögen. Nicht aus dem Unvermögen, sondern aus dem Vermögen. Aber wenn man das jetzt so hört, darf ich das sagen? Es klingt schon ein bisschen überheblich. Also haben die Leute nicht noch das Gefühl, es ist fast ein bisschen überheblich, das zu sagen? Aber nein, jetzt sag sowas nicht. Nein, es ist überhaupt. Nein, es ist einfach eine Tatsache. Ich bin stolz auf mein Metier. Ich male seit über 50 Jahren, okay? Und ich habe es gelernt ganz früh von klein auf. Und ich konnte mit 17 schon malen, sehr gut schon malen, mit 17 Jahren schon. Und alles andere habe ich noch weitergelernt. Ich habe immer gesagt, ein Maler, ein Künstler, ein bildender Künstler braucht 15 Jahre für seine Ausbildung. Und ich male jetzt so lange schon. Und ich kann es einfach.
Ich kann alles malen. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine Voraussetzung. Aber das heißt nicht, dass ich was gegen abstrakte Kunst hätte oder gegen Konzeptkunst oder gegen Installationen oder überhaupt gegen diese ganzen anderen modernen Kunstrichtungen. Überhaupt nicht. Mhm. Weil auch das ist natürlich Kunst. Mhm. Solange sie aus dem Vermögen kommt. Okay? Ich höre Frau gerne bis auf ihr. Ja, weil eigentlich gibt es einen ganz einfachen Vergleich. Wir haben kürzlich mit dem Reinhold Messner zusammengesessen, an einem Abend in Zürich. Und da wurde ihm auch die Frage gestellt, warum sind Sie, Herr Messner, so unglaublich gut? Warum können Sie das so gut? Und dann hat er gesagt, ich bin als kleiner Junge schon in die Berge gestiegen. Mhm. Und er sagt genauso, wenn er junge Nachwuchsleute sieht, er kann genau sehen, wer es richtig kann, sagt er. Und wenn er sie fragt, wie lange sie es machen, dann sagen sie von Kindheit an. Das heißt, wenn man es einfach von ganz klein an mitbekommen hat, wenn man immer dran gearbeitet hat, dann wird man irgendwann mal, gehört man zu den Besten. Mhm. Ja, in der Musik ist es doch auch ähnlich, ja. Oder? Ja. Musiker fängt auch früh an. Mhm. Also richtig guter Musiker fängt sehr früh an. Mhm. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Mhm. Es gibt auch Leute, die haben ganz spät angefangen, haben es trotzdem toll gemacht. Mhm. Aber die meisten ganz früh. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn mich jemand fragt, also ich habe manchmal Diskussionen mit jungen Leuten, ich werde auch jetzt im Februar hier in Luzern einen Vortrag halten an der Hochschule. Mhm. Es ist, meiner Ansicht nach, muss man mindestens anfangen mit 12 Jahren. Das ist so schon Unterkante. Mhm. Da muss man anfangen, das zu lernen, weil dann ist man offen noch, da sieht man anders, hat man ganz anderes Aufnahmevermögen. Mhm. Und heute die Akademien, ja, die kommen nach dem Abitur und fangen spät an, die sind eigentlich alle schon zu alt. Mhm. Und dann machen sie ja auch eine ganz andere Art von Studium als früher. Mhm. Das ist ja mehr konzeptuell und mehr theoretisch. Mhm. Und das ist eigentlich ist traurig. Ne? Mhm. Die produzieren heute an den Akademien in erster Linie nur eins, nämlich Arbeitslose. Ja, Leute, die da rauskommen und nicht wirklich was können. Also was fehlt denn? Was sollten sie anders machen, die Jungen? Ja, es fehlt einfach die grundsätzlich die handwerkliche Ausbildung, die man früher kriegte. Mhm. Dass man eine Basis hat, auf der man dann wirklich aufbauen kann. Mhm. Oder mit der Basis kann man auch was anderes machen. Mhm. Früher war das so, man konnte dann auch, wenn man jetzt vielleicht kein freier Maler geworden oder so, konnte man immerhin als Grafiker arbeiten oder in einem ähnlichen Gewerbe. Mhm. Das geht ja heute auch nicht mehr, weil selbst das können die ja nicht. Ne? Ja. Mhm. Es gibt ja sehr gute Designschulen, zum Beispiel, in Lausanne oder in Zürich gibt es. In Lausanne gibt es eine ganz tolle Designschule, habe ich mal einen Fernsehbericht darüber gesehen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Die Leute lernen natürlich wirklich etwas, wo sie auch dann mit leben können. Mhm. Die lernen tolle Sachen zu designen und können dann auch ihr Leben damit mit verbringen. Aber wenn man jetzt was lernt, was nur theoretisch ist und was auch eben vielleicht auch nicht so toll ist, was will man damit machen danach? Okay, und es gibt Künstler ohne Ende, es gibt Millionen von freischaffenden Künstlern, die wollen alle davon leben, können sie aber nicht. Mhm. Ist doch klar. Mhm. Ja. Das ist auch ein großer Zufall, ob man davon leben kann. Ja. Ja. In Luzern gibt es ja auch eine Kunsthochschule. Und ja, jetzt ganz viele. Da werde ich ja nächstes Jahr einen Vortrag halten. Das wird bestimmt witzig. Ne? Ich höre einen zynischen Unterton. Ja, also ich weiß nicht. Nicht, dass danach einige Depressionen kriegen. Also ich hatte mal so eine Szene in Hamburg, da haben wir gedreht in einem Atelier an der Hochschule. Mhm. Und das war ein Maleratelier von einer Malerin. Und dann habe ich mal so rumgeschaut nachher und habe sie gefragt. Ich sage, wie lange machst du das schon? Ne? Ja, sagt sie, 7. Semester. Ich sage, ja, sieht nicht so gut aus, oder? Ja, sagt sie, ich wollte doch jetzt aufhören. Ich sage, und? Was machst du dann? Ja, sagt sie, dann mache ich Bildhauerei. Ich sage, oh, Bildhauerei. Das ist aber ganz schwierig. Ne? Mhm. Und wo lernst du das dann? Da gibt es ja nur noch wenige Schulen, wo man das wirklich lernen kann, richtig gut. Ja, sagt sie, mache ich so. So? Ich sage, wie? So? Ja, so. Ich sage, aha, so. Aber haben Sie denn nicht das Gefühl, an einer Kunsthochschule kann man es gut lernen? Nicht an allen.
Es gibt sicher gute Schulen, aber man kann nicht an allen Schulen wirklich gut. Unsere Tochter, die hat studiert auch Kunst. Und sie hat auch die Erfahrung gemacht, sie war zuerst 2 Jahre in Frankreich und hat gemerkt, dass die reine Konzeptkunst bei der an der Schule, mehr wurde da einfach nicht gemacht, dass das für sie nicht der richtige Weg ist. Und dann hat sie gesagt, wenn ich jetzt so weitermache, dann bin ich nachher mit dem Magister so weit, dass ich einfach außer Konzepte schreiben nichts anstellen kann. Ich kann damit nichts machen, weil kein Mensch möchte etwas ausstellen, was man nicht sehen kann. Also was mache ich? Ich suche mir einen anderen Studienplatz. Und dann hat sie sich in London beworben, hat natürlich nicht damit gerechnet, dass man sie nimmt, hat aber da einen Studienplatz bekommen und lernt jetzt die andere Seite der Ausbildung, nämlich viel, viel praktischer, ne? Wirklich an den Dingen zu arbeiten. Und das, gut, das muss man natürlich vorher wissen, welche Schule man sich aussucht. Und man muss einfach dann auch mit dem Risiko leben, dass man, je nachdem, welchen Weg man wählt, dass man dann vielleicht auch in eine Sackgasse gerät. Ne? Aber wenn ich Sie zwar jetzt so höre reden, eigentlich müssten Sie junge Leute ausbilden, ne? Ja, aber ich habe keine Zeit. Ich kriege jetzt nächstes Jahr einen jungen Mann, ab und zu kommt er zu mir, der ist 16 Jahre alt und hat Flachmaler gelernt oder ist im dritten Jahr. Und der kommt ab und zu und der möchte gern was lernen auch. Und der kann mir ein bisschen helfen. Also ich zeige ihm dann, wie man Leinwände aufzieht, Keilrahmen zusammenbaut, Grundierung macht, die Pigmente anrührt und sowas. Ne? Also so diese Grundgeschichten. Und das lernt er dann hier bei mir. Ne? Aber sonst auch, ich kriege oft Anfragen. Es gibt Leute, manche Amerikaner, die spinnen ja sowieso ziemlich. Die schreiben dann, ich komme dann nächste Woche. Ich sage, bitte, nein. Sie sind voll beschäftigt und das sieht man. Ich glaube, vielleicht könnte man noch ein bisschen zeigen, mit was Sie denn beschäftigt sind, oder? Wo wir gerade reingekommen sind, sind nämlich gerade hier gewesen, etwas am Molen. Im Moment habe ich 4 Sachen, die ich mache. Aha. Eigentlich, ja. Also neben vielen anderen. Darf man etwas davon sehen? Ja, also das erste, das größte Projekt, was ich im Moment habe, das heißt Kairos, der richtige Moment. Das ist ein Konzept, 2000 Jahre Kunstgeschichte. Und wir suchen in diesen 2000 Jahren Kunstgeschichte Momente, die niemals dargestellt worden sind. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel, wir gehen mal darüber, dann zeige ich Ihnen. Unbedingt. Wir haben hier zum Beispiel auf dem Foto, kann man es schön sehen. Hier haben wir also einen Moment. Kriegst du den in die Kamera? Schau mal. Ja. Das ist der Tod der Rosa Luxemburg im Hotel Eden in Berlin 1919. Und zwar Handschrift Max Beckmann im Rückblick, der ist auch da mit drauf. Aus New York im Rückblick, so in den End-40er Jahren. Das ist also der Kairos, der Moment. In dem Fall ein politischer. Oder das hier, das sind jetzt Bilder, die sind schon fertig, die sind in München. Wir haben einen Projektraum in München. Für dieses. Das ist ein Gruppenbild der Blauen Reiter. Ein riesengroßes Bild, da sind alle Blauen Reiter drauf und die malen alle dasselbe Sujet und alle in ihrer eigenen Handschrift. Das Ganze ist nochmal in der Handschrift von Campenburg gemalt. Also 7 Handschriften. Ja. Das ist also ein extrem schwieriges Bild. Ne? Oder hier male ich jetzt gerade eins, auch zu dem Projekt. Das ist auch eine ganz verrückte Geschichte. Gustav Klimt. Also das, wir haben hier immer Perioden. Das eine war jetzt Expressionismus, das andere war Blaue Reiter. Das ist jetzt Symbolismus. Gustav Klimt. Nächstes Jahr hat er seinen 100-jährigen Todestag, glaube ich. Ja, nächstes Jahr. 18 ist er gestorben. Und es gab nie ein Selbstbildnis von ihm. Hat er nie gemalt. Und auch niemand anders von ihm? Nein, es gibt keins. Nur Fotos. Und ich habe gesagt, ich male sein letztes Selbstbildnis. Im Atelier, im Angesicht des Todes. Er hat einen Schlaganfall gekriegt. Und das ist dann so, dass es, deshalb steht auch da vorne dieses große Bild von ihm im Ausdruck. Vor dem Spiegel, also alles ist spiegelverkehrt, er und die Gemälde dahinter, das sind seine letzten 2 Bilder, die er gemalt hat, die nicht fertig geworden sind. Und er sieht den Tod. Also er sieht jetzt, er merkt jetzt, das ist der Moment. Und das versuche ich darzustellen. Ich finde es halt interessant, weil ich meine, Sie haben jahrelang so viele verschiedene Handschriften kopiert. Jetzt nutze ich sie. Ich nutze jetzt, also nicht nur, aber in dem Fall ist es natürlich wirklich, wer sollte dieses Projekt malen sonst? Und jetzt male ich noch eine zweite Version, weil ich weiß noch nicht,
Da fehlt auch noch der Schatten, der Tod. Das ist, ich werde den darstellen als Fährmann, so als Schatten. Den Sharon. Okay? Also kann man sagen, das ist jetzt Wolfgang Beltracchi Handschrift? Ja, nee, das ist Handschrift von Gustav Klimt. Hier, das ist meine zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Porträt von jemand, der kommt morgen früh aus Deutschland angereist. Mhm. Den male ich. Das sind so meine 4 Porträts, die ich im Jahr mache. Mhm. Aber haben Sie... Das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Da macht man einen halben Marathon durch das ganze Atelier. Ja. Es ist riesig, oder? Also hier das zum Beispiel ist auch noch nicht ganz fertig. Da fehlt jetzt noch eine Schicht. Mhm. Das muss jetzt noch mal trocknen. Der Kairos bei dem Bild ist die Ausfahrt der HSM Beagle 1831 in Devonport, England. Was ist jetzt das Besondere daran? Können Sie nicht wissen. Das hätte ich auch nicht gewusst. Also, an Bord war Darwin. Okay, das war seine Ausfahrt. Okay. Ja. Und deshalb stelle ich das auch so ein bisschen so dar, mit diesem Licht. Und dass eben da passiert was Besonderes. Ne? Mhm. Da ist wirklich, ne? Da öffnet sich was, ein Blick für die Welt. Mhm. Und das Bild, ja, das ist Turner. Sieht man ja. Hauptsächlich gemalt mit den Händen und mit Spachteln. Und, naja. Also ich glaube, ich ziehe langsam meine Frage zurück, ob Sie andere Leute ausbilden. Ich sehe, dass Sie extrem viel zu tun haben. Das hier zum Beispiel, das ist noch nicht fertig. Das ist ein Bild aus meiner Engelserie. Das Innere ist fertig, aber außen sind noch lauter Engel, die musizieren aus dem 13., 14. Jahrhundert. Mhm. Das ist ein Bild, was die Emotionen zeigt, so die unterschiedlichen Emotionen. Das Thema war eben Engelschlachten. Was machen wir Menschen? Würden wir unsere Engel ausschlachten? Mhm. Natürlich würden wir das. Und das hat das gleiche Thema hier. Das ist auch noch nicht fertig. Mhm. Das ist eine Hinrichtungsszene mit Engeln. Okay? Und ich male immer nach Natur, also immer nach Modell. Mhm. Diese Leute, die auf den Bildern sind, die kenne ich auch alle. Mhm. Also, oder kannte ich. Manche sind schon tot. Mhm. Sonst kriegt man das nicht hin. Ne? Also man muss das können. Er hier zum Beispiel, der ist noch nicht ganz fertig, der nur gezeichnet. Das war ein brasilianischer Pornostar. Und wie kommen Sie darauf, da ein Gemälde hin zu nehmen? Hier habe ich ihn nochmal gezeichnet. Da sieht man ihn noch besser. Das ist brasilianischer Pornostar. Ja, das ist eine Vorstudie. Ein ganz netter Malcolm ist der. Und das muss man einfach natürlich... Ich habe viele Jahre anatomisches Zeichnen gemacht, also Aktzeichen, aber auch die menschliche Anatomie. Mhm. Und ich denke, das sollte man können, weil auch um sowas zu zeichnen. Mhm. Ich mag kaum noch, bitte hinten noch, noch nicht alles fertig. Gesehen. Mhm. Dann mache ich auch Skulpturen. Hier die zum Beispiel. Mhm. Das ist eine Skulptur aus Holz, die heißt La Vierge de Nürnberg. Und das Besondere daran ist, also das Thema ist Inquisition. Mhm. Ne? Und das Besondere daran ist, die ist aus einem Holz geschlagen, das ist im 13. Jahrhundert gepflanzt, der Baum. Mhm. Wow. Und das ist genau die Zeit, wo diese Geschichte spielt. Mhm. Ja? Mhm. Herr Beltracchi, ich glaube, alles zeigen können wir, glaube ich, nicht. Das mache ich auch gerade noch. Das ist was völlig anderes. Sehen Sie mal. Aha. Wir machen nächstes Jahr den Botschafter für Ford hier in der Schweiz. Okay. Und jetzt bemale ich einen Ford. Sie bemalen den Ford? Ja, ein Auto, ein Ford Fiesta. Aber ich bemale den wirklich, nicht jetzt so ein Airbrush, sondern ich male da wirklich, mache ein Bild daraus. Mhm. Ja. Und die Jungs, die sind ganz fleißig, die bringen mir immer schon die Teile hier, schön geschliffen. Ja. Und die Kamera steht auch schon da, ich muss das auch noch filmen. Und jetzt die nächsten Tage fange ich dann mal an. Mhm. Ja. Ja, und dann mache ich gerade noch diese Ausstattungsgeschichte, diese Hintergründe, Bilder für Art on Ice, die nächste Art on Ice Show. Das mache ich auch noch, ja. Genau. So, das ist das, was ich im Moment so mache. Ist nicht wenig, würde ich mal behaupten. Nee, das sind Ausskulpturen, die gehören auch zu diesem Inquisitionsthema. Ja. Nee, und dann male ich noch ab und zu ein Porträt und mache noch hier und da mal eine Vorlesung, Interviews, beschreiben zusammen auch.
Also es ist viel Arbeit. Also man hört raus, oder? Sie fühlen sich sehr wohl hier in Meckern, Sie können sich ja. da total ausleben. Ja, sehr schön, weil auch ich wohne Weg fußläufig hier so fünf Minuten. Morgens gehe ich hier rüber und fange an zu arbeiten. Vielleicht zum Schluss nimmt Sie noch Wunder. Man hat den Eindruck, Sie haben hier jetzt in Meckern fast ein neues Leben wieder. Was mich noch ein bisschen wundern, was geben Sie in der Schweiz eigentlich so ein bisschen? Also da kann ich Ihnen nur mit einer Frage antworten. Warum sind letztlich alle Leute dann doch in der Schweiz gelandet? Warum wohl? Weil sie woanders sich nicht mehr wohlgefühlt haben oder keine Aufnahme gefunden haben oder politisch sich verfolgt fühlten. Oder es gibt viele Gründe. Das ist bei uns auch nicht anders. Also ich würde zum Beispiel auf gar keinen Fall mehr nach Deutschland gehen. Also überall hin, aber nicht nach Deutschland. Und auch nicht überall hin. Ich meine, wir waren ja lange in Frankreich und das hat uns auch jetzt nicht mehr gefallen. Wir haben auch noch immer eine Wohnung in Frankreich. Also haben Sie das Gefühl, Sie werden hier in der Schweiz bleiben, solange es geht? Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher, klar. Wir haben uns unheimlich gefreut, dass wir die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung gekriegt haben. Ich meine, so selbstverständlich war das ja nicht. Wir haben ja zusammen 10 Jahre auf dem Buckel. Das muss man mal so sehen. Die haben wir zwar nicht verbracht im Gefängnis, aber wir haben diese Strafe gekriegt. Und die Schweiz hätte uns ja nicht nehmen müssen. Und darum gleich nochmal kurz meine Frage. Was geben Sie denn der Schweiz zurück? Was haben Sie das Gefühl? Das habe ich jetzt nicht ganz. Was geben Sie der Schweiz zurück dafür? Ach so, Entschuldigung. Was gebe ich der Schweiz zurück? Ja, ganz viel Kunst. Ganz viel Kunst und auch eine sehr positive Haltung. Und ich kenne inzwischen sehr, sehr viele Leute hier in der Schweiz. Ich wollte Emil, haben wir gehört. Ja, aber ich kenne auch viele Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik und also eine ganze Menge. Und das ist sehr, sehr angenehm. Und wenn jetzt jemand von unserer Now-Community sehr gerne auch mal vorbeikommen würde, darf man bei Ihnen einfach mal Leute und Hallo sagen? Ja. Jein. Also hier jetzt. Ja, man muss sich anmelden. Okay. Sonst komme ich ja nicht zum Arbeiten. Ja. Da steht dauernd hier jemand vor der Tür. Ne? Das reicht mir schon, wenn die Anwohner hier ab und zu mal kommen. Ne? Aber die sind sehr diskret. Also in der Regel rufen die Leute an und das geht nicht. Dann hätte ich den ganzen Tag hier zu tun. Ja. Und vor etwas haben wir jetzt versucht, mal einen Einblick zu geben. Danke viel mal, wir dürfen vorbeikommen. Und weiterhin ein gutes Leben hier in Meckern. Ja, danke schön.